Das hier ist Cosmo. Weltweit sind Menschen von diesem brandneuen Mini-Roboter fasziniert. Denn er kann sich nicht nur fast menschlich freuen oder ärgern. Nein, laut Hersteller lernt er sogar täglich dazu, dank künstlicher Intelligenz. Was er so alles drauf hat, Martin Dunkelmann hat's getestet. Ein Roboter? Oder das Tamagotchi 2.0? Nein, dieser kleine Kerl soll viel mehr können. Der ist ganz traurig jetzt. Cosmo passt sich seinem Spielpartner an und lernt sogar dazu. Aber alles auf Anfang. Für Cosmo gibt's eine passende App. Verbunden mit dem Handy können die beiden so miteinander kommunizieren. Dann erwacht der kleine Kerl auch schon zum Leben. Hallo. Hallo? Das ist ja... Der hat Augen, die er immer auf und zu macht. So, guck mal. Ganz ehrlich, das ist echt witzig. Erster Schritt, Cosmo lernt seinen Besitzer kennen. Er speichert Martins Gesicht und seinen Namen. Martin. Hast du gehört? Martin, der hat mich erkannt. Ab jetzt ist Martin seine feste Bezugsperson und hat damit auch Verantwortung. Cosmo will spielen. Die App bringt ein paar Standardspiele mit. Erste Annäherung, ein Würfelschnelligkeitsspiel. Wer bei gleicher Farbe zuerst draufhaut, gewinnt. Oh, oh, oh nein, ich will nie wieder gewinnen. Der ist ganz traurig jetzt. Nicht nur traurig, Cosmo reagiert trotzig und trägt seinen Würfel aus dem Spiel. Das kennen wir von normalen Robotern nicht. Seine Reaktionen sind also variabel. Und genau das ist der Plan. Cosmo soll sich weiterentwickeln. Das funktioniert ähnlich wie beim menschlichen Gehirn. Wir haben ein Lang- und ein Kurzzeitgedächtnis. Jede Information, die ins Langzeitgedächtnis will, prüft das Kurzzeitgedächtnis auf ihre Wichtigkeit. Erleben wir was Neues, checkt unser Gehirn, ob sich das Neue mit etwas Altem verbinden lässt. Gibt es eine Verknüpfung mit Emotionen, ist die Chance höher, dass die neue Info ins Langzeitgedächtnis einzieht. Auch Cosmo hat eine Art Gedächtnis. Er speichert allerdings alle Informationen und bewertet sie als positiv oder negativ. Und je mehr positive Erfahrungswerte, umso höher die Chance, dass er in einer neuen Situation auch positiv reagiert. Je mehr Erfahrungen er sammelt, desto vielseitiger werden Cosmos Reaktionen. Deshalb erscheint uns sein Verhalten unerwartet und irgendwie menschlich. Durch seine eingebaute Kamera erkennt er übrigens Personen in seiner Umgebung. Aber Moment mal, nicht nur Personen. Okay, die beiden werden wohl keine Freunde. Verschiedene Hunde kann Cosmo übrigens nicht voneinander unterscheiden. Er weiß nur, dass er einem Hund gegenübersteht. Solange Cosmo an ist, will er ständig Aufmerksamkeit und spielen. Bei zu wenig Aufmerksamkeit spielt er einfach allein. Auch während einer Pause macht er ohne uns weiter. Wie hat sich die Beziehung zwischen Martin und dem Roboter mittlerweile entwickelt? Das ist ganz komisch. Man hat das Gefühl, als würde er einen verstehen. Es ist schon ansteckend. Okay, jetzt hier, Fistbump. Das kann er auch, ja? Der Grund? Menschenähnliches Verhalten. Zum Beispiel Augenbewegungen mindestens alle 3 Sekunden. Und verschiedene Emotionen für jede Roboter-Lebenslage. Cosmo zeigt Martin immer mehr von sich. Zum Beispiel Freude oder Triumph. In Cosmo steckt aber noch viel mehr. Wie viel er dazu lernen kann, zeigt uns Techie Nico. Den hatten wir uns anders vorgestellt. Da bist du. Ja. Hallo. Hi. Nico ist ein echter Cosmo-Fan und hat sich seinen schon vor 6 Monaten in den USA bestellt. Er will Martin beweisen, dass in dem Mini-Roboter nicht nur Spielerei steckt, sondern er uns sogar den Alltag erleichtern kann. Daddelst du damit oder ist es für dich eher sowas wie gucken, was er noch mehr kann, programmieren und sowas?
Natürlich freut man sich auch bei jedem Update, also wenn er irgendwas Neues macht und irgendwas Neues kann. Nikos Cosmo jubelt zum Beispiel, wenn sein Lieblingsverein ein Tor schießt. Oder er gibt ihm das aktuelle Wetter durch. Sein neuester Trick, der Roboter informiert ihn, wenn eine E-Mail reinkommt. Und liest sogar vor. Eine echte Alltagshilfe. Zumindest für den, der ihn versteht. Jetzt freut er sich da. Ich verstehe den ganz, ganz schwer. Aber man muss sich ein bisschen an diese Stimme gewöhnen. Genau. Ja. E-Mails sind außerdem auch privat. Ein gewisses Risiko besteht da natürlich immer. Nico ist sich aber sicher, dass Cosmo seine Geheimnisse für sich behält. Immerhin speichert er Informationen nicht ab. Und auch Martin kann dem Kleinen nur schwer widerstehen. Das Einschleimen hat er drauf. Normalerweise bin ich nicht so der Techie- oder Robot-Fan, aber das kleine Ding hier hat mich am Anfang ganz schön begeistert. Die Frage ist, wie lange bleibt sowas spannend? Aber da er ja anscheinend immer weiter lernt, kann das schon was für eine lange, tiefgehende Beziehung sein, wer weiß. Wer also einen ausgeprägten Spieldrang hat, den Roboter gibt's für 230 Euro ab September in Deutschland. Bis dahin hat Cosmo noch Zeit für ein Nickerchen.